Servus Leute, willkommen zu einem kurzen Zwischenpart von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich bin im Draco-Sanktuarium, habe im normalen Modus neu angefangen und muss jetzt darüber zu der Tür. Ich muss euch einfach etwas zeigen. Ihr habt es ja im Let's Play gesehen, wir sind zum zweiten Topf gereist und haben die Brücke zerstört und sind dann auf dem Ding gelandet, an dem wir uns eigentlich mit dem Grapple-Hook klammern sollen. Ich muss euch das jetzt zeigen, was man machen kann. Und zwar gibt es jetzt eine neue Möglichkeit und ich erkläre euch das dann, wenn ich es geschafft habe. Also geht's jetzt los. Okay, Moment. Ja. Wir sind drüben, habt ihr es gesehen? Ich würde sagen, ich mache jetzt kurz Goma und erkläre euch dann draußen vorm Drachenberg, wie es geht und was passiert. Also Leute, bis gleich. Hallo Leute, da bin ich wieder. Goma ist besiegt und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist es jetzt einfach möglich, sich extrem schnell fortzubewegen. Angenommen, ich möchte jetzt dort in diese Ecke. Dann bewege ich mich vorwärts, pausiere das Spiel und drücke jetzt ein ganz kleines, wirklich nur ein ganz kleines Stückchen, den Control-Stick in die entgegengesetzte Richtung. Das wäre in dem Fall zu mir und lass los. Und ihr seht, wir haben uns ganz schnell fortbewegt. In dem Fall sind wir jetzt einfach mal, ja, durch den Stein durch, unter die Erde gefallen. Wir können es mal in die Richtung machen. Von hier aus am besten. Wahrscheinlich werde ich dann noch an ein paar Punkten absaufen, aber naja. So, ihr habt es gesehen, man kann sich extrem schnell fortbewegen. Wenn ich jetzt das, wo ich das jetzt gemacht habe mit der, mit dem Schwert, also wo ich rübergekommen bin, da, Moment, ich muss wieder vor, bewege ich mich jetzt zum Beispiel in diesen Felsen, aber andersrum, so. Ja, falsch. Und ziehe dann mein Schwert und dabei hat das jetzt hier gerade nicht ganz so geklappt, wird man so weit nach vorne katapultiert, so richtig, richtig weit. Jetzt hier gerade halt nicht, aber wir können es nochmal probieren. Ja, da habt ihr es gesehen. Ich bin einfach von der Insel weg. Da ich jetzt... Wow. Wow, ich bin auf dem halben Weg zu Tantopia. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Okay. Vorne sieht man es. Nee, es ist noch nicht Tantopia. Da vorne, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich bin jetzt erstmal, ich sauf jetzt erstmal ab. Die Absau, also ich werde öfters absaufen. Das werde ich dann demnächst rausschneiden. Ah, jetzt kommt noch der dumme Fisch. Okay. Oh, dieser Fisch. Und der spricht uns jetzt übrigens... Nee, warte mal. Das letzte Mal hat er mich bei der Feuerinsel angesprochen, weil da war auf einmal auch das Boot komischerweise. Und dann hat mich dort der Fisch angesprochen. Das ist nämlich nicht derselbe Fisch, der hier auf Dranconia rumschwimmt, sondern ist irgendein anderer Fisch. Ist auch eigentlich völlig egal. Ja, ist mir völlig egal. So, wir segeln wieder nach Draconia. Diese, ja, habe ich glaube ich schon gesagt, diese Absauf-Animation werde ich dann rausschneiden. Weil ich werde wahrscheinlich ein paar Mal absaufen. Jetzt gibt es nämlich noch eine andere Möglichkeit, was man damit machen kann. Und zwar ist dadurch auch wieder Super Swim möglich. Ich weiß nicht, vielleicht haben schon mal welche was davon gehört aus The Wind Waker. Da hat man mit Storage und Camera Lock Link ganz, ganz oft gedreht, dass er Geschwindigkeit aufgebaut hat und dann losgelassen und er ist losgezischt. Hier geht das jetzt auch, nur dass man nicht mal Link drehen muss, sondern einfach das benutzt. Und zwar, wir wollen jetzt, jetzt bewege ich mich zum Beispiel nach rechts und drücke dann den Control-Stick ein bisschen nach links. Und ich bin losgezischt. Ihr habt gesehen, ich bin nicht wirklich richtig weit gekommen. Man kann damit Geschwindigkeit aufbauen. Und wenn ich es jetzt hinkriege, wahrscheinlich wird das ein paar Anläufe brauchen, werde ich dann so schneiden, wie es passt. Versuche ich jetzt mal zu einem Punkt zu kommen, zu dem es jetzt eigentlich noch nicht möglich wäre.
Also Leute, probieren wir es mal. Und zwar machen wir das hier hinten. Und versuchen nämlich von hier aus nach Ichthusk zu kommen. Also Leute, probieren wir es. Wow. Ah, ich glaube, wir schaffen es nicht. Nee. So, hier saufen wir jetzt ab. Das heißt, ich melde mich dann wieder auf Draconia. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie es funktioniert. Ich probiere es jetzt noch, wirklich nach Ichthusk zu kommen. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich es mal geschafft habe. Ich habe es auch bisher nur einmal geschafft, deswegen kann es vielleicht eine Weile dauern. Ich schneide dann so, wie es passt. Und ja, nächster Versuch. Ach ja, kurze Zwischenmeldung, bis ich es schaffe. Man kann damit auch übrigens durch Wände durch. So. Ja, ihr habt es gesehen. Geschwindigkeit war da, plötzlich durch die Wand durch. Also, bis gleich. Wow. Oh, fuck. Wo bin ich? Da ist es, ich tu's. Land in Sicht, Leute, wir sind da. Ich bin gerade so sehr losgezischt wie noch nie zuvor. Ihr hättet das auf der Karte sehen müssen. Ich habe mich dann wirklich nur noch über die Karte navigiert, weil ich wusste es nicht mehr. Ich bin, glaube ich, auch einmal durch Ichthusk durchgezischt und war so schnell. Wow, absoluter Hammer. Das macht so einen Spaß. Wenn ihr das jetzt seht und wenn ihr The Wind Waker habt, dann brecht sofort alles ab. Ja, sogar die Beziehung mit eurer Freundin. Es war nur ein Spaß. Und schnappt euch das Spiel und probiert es selber aus. Ihr müsst einfach in die entgegengesetzte Richtung, in die ihr euch bewegen wollt und ja, loszischen. Man kann es wirklich überall einsetzen. Super Swim ist wieder möglich. Dann auch über extreme Entfernungen mit dem Schwertstreich. Also, Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Ich werde es im Let's Play, wie gesagt, nicht verwenden. Ich habe nach dem Let's Play noch was mit euch vor. Und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Naja, oder... Ich glaube, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich euch noch zeigen könnte. Also es ist jetzt einfach, ich bin auf Ichthusk, ich kann mir danach die Bomben holen und danach Tantopia machen. Und mit Bomben ist es natürlich noch einfacher, durch den verbotenen Hain zu kommen, weil man dann diese Augendinger einfach nur mit einer Bombe platzen lassen kann. Gut, Leute, das war's dann erstmal soweit. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein!